Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von Frag Inver. Wir sind in Staffel 2, Player Marie 7. Oder darf ich einfach nur Player sagen? Kleine Vorgeschichte, kleiner Spoiler. Ich habe echt gedacht, wegen Player Marie, dass er eine sie ist. Ich meine, heutzutage ist alles machbar. Es ist aber schon ein paar Tage her, wo das gewesen ist. Ja, jetzt weiß man natürlich auch so ein bisschen so, wahrscheinlich die 7 soll dann Buchstaben darstellen und dementsprechend kennt man deinen Vornamen. Und naja, man weiß mittlerweile, wer er ist. Ne? Ich meine, der legendärste Clip ist ja, was? Von Player? Das muss man ja einfach nochmal erwähnen, ne? Das kann man jetzt hier im Einklinger oder Einspieler sehen oder ach, wie auch immer man das nennt. Was von Player? Der liebe Player hat mir auch 5 Fragen gestellt, 5 epische Fragen. Ich habe sie aber nur überflogen und die werde ich doch jetzt einfach mal beantworten, würde ich sagen. Ne? Also die erste Frage. Man nimmt dich immer als sehr positive Person wahr, quasi eine Frohnatur. Wie gehst du aber damit um, wenn etwas vielleicht mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat? Bestes Beispiel gestern. Ich meine, gut, das Video kommt natürlich Wochen später, aber gestern ist mein Kopfhörer ausgefallen. Es lief alles wunderbar. Ich habe den Stream gestartet. Das war so ein Knacken, sehr basslastig. Auf einmal war nur noch auf der rechten Seite Ton. Und ihr kennt es vielleicht selber, wenn man mal einen Kabelbruch hatte oder irgendwas nicht funktioniert. Beim Telefonieren mag das okay sein, aber ein Spiel oder auch Alerts oder was auch immer brauchst du auf beiden Seiten. Ja, ich war natürlich erstmal mega down, weil ich hatte einen ruhigen Arbeitstag, freue mich auf den Stream, hab Bock auf Stream. Es fängt direkt an, ein paar Alerts unter Motto und du hast Bock und ja, dann wird dir so ein bisschen der Stecker gezogen. Dementsprechend war ich natürlich auch ja doch ziemlich angepisst. Nicht von euch, ganz im Gegenteil, sondern es war ernüchternd irgendwie. Es war richtig, richtig doof, weil mir wurde was genommen. Ne? Also die Leidenschaft zum Stream in dem Moment wurde mir genommen und ich konnte es nicht ändern, weil wegen Mischpult, das wird jetzt zu weit gehen, aber ich hatte keine Möglichkeit, das Problem sofort zu lösen. Ein Tag später ist das wieder kein Problem, aber für den Moment, sag ich mal, war es wirklich so, dass ich das Problem nicht lösen konnte. Bin für den Moment dann schon ein wenig, ja, wie soll ich sagen, ist das ein bisschen schattenlastig hier? Ja, ich glaube, so würde das wieder gehen, ne? Für den Moment, sag ich mal, ist es dann wieder so, ja, dass ich doch ja, mit mir kämpfen muss. Als ich den Stream dann ausgemacht habe, war das dann auch so, ja gut, dann war wieder alles gut, ich habe was gegessen, habe eine Serie geschaut, bin ins Bett, sag ich mal, und ja, heute ist wieder alles gut, weil ich weiß, gleich kommen meine Kopfhörer an und warte mal, wo kann man mich denn am besten sehen hier? So jetzt, ne? Aber dann gucke ich doch gegen die Sonne. Ne, jetzt ist wieder besser, ne? Ja, guck mal, jetzt ist besser. Nice. Und dann ist wieder gut. Das ist so auch im Spiel zum Beispiel, wenn du irgendeinen Endboss oder sowas nicht platt machen kannst, manchmal ist es besser, mach Pause, mach irgendwas anderes und in der Stunde oder am nächsten Tag versuchst du es nochmal und dann klappt es meistens im ersten Anlauf. Ansonsten, sag ich mal, ist es so, ich versuche meistens, jetzt mal abgesehen von Twitch oder irgendwelchen Spielen, wenn das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, überlege ich nach einer Alternative tatsächlich. Ich bin, ja, wie soll ich sagen, du kennst mich jetzt ja auch schon ein paar Jahre und ich finde das immer so schade. Ganz viele Menschen auf der Welt sind immer nur am Jammern, immer nur am Rumkotzen oder sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja, aber was tust du, damit es anders wird? So, das ist ganz, ganz schwierig. Ein Beispiel, weil dich das ja vielleicht auch so ein bisschen betrifft, ist Formel 1. Jeder oder die, die jetzt Formel 1 interessiert sind und die Spiele von Codemasters kennen, ja, Codemasters baut immer wieder die gleichen Fehler ein und da könnte man den Leuten natürlich jedes Mal wieder eine für über ein, ja, also man könnte denen wirklich mal eine Backpfeife geben. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, aber man fragt sich ja doch, wie kommen die auf die Idee, ein Spiel rauszubringen? Das hat Fehler, ja, das kann passieren. Die fixen dann diesen Fehler und im nächsten Spiel haben wir den gleichen Fehler wieder. Ah. So, ja klar, könnte ich mich natürlich jetzt übelst darüber aufregen und sagen, wie scheiße alles ist und dass es ein Drecksgame ist oder was auch immer, aber Leute, ich habe Bock auf dieses Game und ich bin ja auch irgendwo Content Creator und ich mache dann halt Content daraus und versucht denn das halt eben dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, das ins Positive zu drehen, weil ich der Meinung bin, das Leben ist viel zu kurz, um die ganze Zeit ja, rumzunölen und zu sagen, alles blöd, wenn man was partout nicht ab kann. Keine Ahnung, ich würde jetzt eine Pizza bestellen mit Pilzen und ich mag keine Pilze. Dann würde ich sagen, ach scheiße, verdammte Axt. Ich würde es wahrscheinlich noch nicht mal reklamieren. Ich würde beim nächsten Mal einfach eine andere Pizza bestellen. So, und dann geht's weiter. Also, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, wo man einfach sagen kann, wenn was nicht funktioniert, versuche es beim nächsten Mal anders zu machen. So, und irgendwann würde es klappen. Und wenn ich dann weiß, wie es geht, dann machen wir das immer wieder. Und dann freust du dich ja wieder. Genau. Ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen beantwortet. Falls nicht, stell die Frage gerne nochmal oder kommentiere das Video, dann werde ich natürlich drauf eingehen. Zweite Frage. Wie gehst du allgemein mit Rückschlägen um? Nicht nur auf Stream bezogen. Weitermachen. Auch aus dem Film Dark Knight, beziehungsweise Batman Begins war das ja, glaube ich, erst, wo Bruce Wayne doch in diesen Brunnen da reinfällt. Heißt es doch irgendwie, warum fallen wir, Bruce?
Tipps, damit wir lernen, uns wieder aufzurappeln. Es kann nicht immer alles funktionieren. Ich meine, du machst vielleicht eine Ausbildung in deinem Job, du wirst auch erzogen von deinen Eltern, aber du kannst nicht auf alles vorbereitet sein. Es wird immer und immer wieder Rückschläge geben. Das ist völlig normal, weil keiner von uns in dem Sinne perfekt ist, dass man weiß, oh, da muss ich das machen, da muss ich das machen, da muss ich das machen, da jenes, da jenes. Also das funktioniert nicht. Ich versuche mich immer wieder aufzurappeln tatsächlich. Und manchmal ist es sogar so, ich habe mich eine Zeit lang belohnt, wenn ich bei uns in der Gloria WM, da bist du ja auch mitgefahren, wenn ich da in die Top 10 gekommen bin, weil das Feld ja doch teilweise wirklich sehr schwitzig ist, habe ich gesagt, wenn ich in die Top 10 komme, dann bestelle ich mir zum Beispiel ein F1-Trikot oder sowas. Das habe ich zum Beispiel auch in der Schule gemacht, wenn ich wusste, okay, boah, Mathe, gar kein Bock. Aber du musst das ja machen, es nützt ja nichts. Dann habe ich gesagt, gut, okay, wenn das die und die Zensur wird, dann kaufe ich mir irgendwas. Weiß ich nicht, du kannst dich ja auch selber belohnen, wenn du gewisse Sachen halt eben schaffst. Machen ja ganz, ganz viele Menschen. Ja, nicht entmutigen lassen. Kämpfe auf jeden Fall für deine Träume und mach das Beste draus. Es wird nicht alles in deinem Leben funktionieren, was du dir vornimmst. Manche Sachen sind einfach unrealistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Ausbildung zum Astronaut mache, okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich habe Höhenangst, aber man kann sich vieles ermöglichen. Nicht alles, aber vieles, sag ich mal. Und ja, ich hoffe, es hat die Frage so ein bisschen beantwortet. Lieber Player. Drittens, gab es mal eine Zeit in deinem Leben, wo du dich in einem richtigen Tief gefühlt hast und falls ja, wie bist du da rausgekommen? Das könnte meine Lidl-Zeit gewesen sein. Meine Lidl-Zeit war schwierig und sehr anstrengend. Also da gab es keine Langeweile, da war das wirklich so, da musstest du echt knüppeln. Ich war ja nun stellvertretende Filialleitung in Buxtehude und da hattest du 8-Euro-Paletten, die 2 Meter hoch waren mit Obst, Gemüse und man musste da wirklich immer performen und ihr kennt es selber, man hat mal schlecht gepennt, du hast, weiß ich nicht, am Wochenende vorher gefeiert, klar, wer feiern kann, kann auch arbeiten und so weiter, bla bla bla, aber du musst immer performen. So, und selbst wenn du performst und eine andere Person aus deiner Schicht sagt dann so, ach Marcel, du könntest mir das nochmal eben zeigen und meine Kasse stimmt nicht und hier und das und jenes, du musst das alles unter einen Hut kriegen und das ist wirklich Akkordarbeit. Ich glaube, in der Zeit, wo ich da war, das war ja ein knappes Jahr, da hatte ich, glaube ich, 6 verschiedene Bereichsleiter, warum auch immer die immer ein anderes Gebiet gekriegt haben oder ob die ihren Job selber nicht konnten. Auf jeden Fall der letzte Bereichsleiter, der konnte mich nicht ab. Also das war zumindest mein Eindruck. Und man hat sich dann ja hinterher darauf geeinigt, dass ich Lidl verlasse. Hab dann ja noch ein bisschen Geld weiterbekommen, wie das ja meistens so ist, wenn eine Firma dich nicht mehr haben möchte. Dann kriegst du ja meistens noch eine Abfindung und bist noch weiter beschäftigt, sag ich mal, kriegst aber noch weiter Geld. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, scheiße. Selber kündigen und einen anderen Job anfangen, das ist ein geiles Gefühl, weil du entscheidest, zu welchem Zeitpunkt du woanders hingehst. Du bist ja derjenige. Ja, ich weiß nicht, du spielst ja auch Fußball oder interessierst dich ja viel für Fußball. Stell mir vor, dein Lieblingsspieler spielt jetzt bei Paderborn. Der Vertrag wird nicht verlängert. Er ist vielleicht, weiß nicht, 34 oder sowas und sagt, ey, du, ich habe jetzt gar keine Alternative für danach. Was mache ich denn jetzt? Und das ist scheiße. Ich bin ja so gesehen gekündigt worden. Klar, hatte ich noch, ich glaube, 3 Monate Zeit oder so. Und ich habe, glaube ich, den einen Monat durfte ich sogar doppelt verdienen. Also ich habe dann ja von Lidl Geld bekommen. Ich habe Weihnachtsgeld bekommen, also das normale Gehalt, irgendwelche Provisionen noch. Und habe dann nebenbei, durfte ich dann noch woanders arbeiten. Der Monat war sehr, sehr lukrativ für mich. Aber die Zeit, bis ich dann wieder einen Job hatte, war ziemlich blöd. Weil wenn du aus einem aktuellen Beschäftigungsverhältnis gekündigt wirst, weil die dich nicht... Das ist schon mies, wenn einer sagt, deine Arbeitskraft wird nicht mehr gebraucht. Boah, das ist nicht toll. Und ich habe da schon ein paar Tage dran gesessen und gedacht, oh scheiße, was machst du denn jetzt, ne? Weil so ohne Job ist halt schwierig. Ja, weil mir das bei meinem alten Arbeitgeber doch sehr gut gefallen hat, nur die Bezahlung war scheiße, bin ich einfach zu ihm hin und mehr als nein sagen konnte er ja nicht. Und habe gesagt, pass auf, so und so sieht die Sache aus. Ich sag, willst du mich wieder nehmen? Ja, aber zu den und den Bedingungen. Also halt weniger Geld als vorher. Und da habe ich gedacht, ach, weißt du was, scheiß drauf. Dann habe ich mich da beworben, beziehungsweise habe mit ihm gequatscht und habe auch den Job dann wieder bekommen und habe dann gedacht, gut, dann kannst du ja immer noch, wenn dich das dann irgendwann nervt oder das Geld nicht stimmt, kannst du dich ja immer noch mal wieder woanders bewerben und habe dann halt eben die Möglichkeit gehabt, da zu arbeiten, wo ich jetzt arbeite, habe mehr Geld und alles ist gut und ich hatte halt wieder die Kontrolle. Das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich sage, boah, das war nicht toll. Oder halt auch, ich habe so ein Informatikjahr gemacht mit Schaltkreisen und sowas. Ich war da so schlecht, dass ich fast nur so ein Abgangszeugnis gekriegt habe. Das war nicht schön, aber das war nicht so schlimm wie die Zeit bei Lidl dann. Also nicht die Zeit bei Lidl war schlimm, sondern mehr die Endzeit bei Lidl. Genau. Was war bisher die größte Herausforderung in deinem Leben? Ui, also ich würde fast sagen, es gab keine große Herausforderung. Ich meine, selber den ersten Job finden und so weiter, das war schon eine Herausforderung, aber nicht, dass ich sagen würde, das war die Herausforderung schlechthin. Wenn auch als mein Auto kaputt gegangen ist, konnte ich mit meinen Eltern sprechen und habe dann monatlich halt eben was abbezahlt. Aber ich habe ein ziemlich gutes Leben. Das muss man einfach mal sagen. Also klar, ich hatte auch eine Zeit, wo ich arbeitslos war und konnte mir halt eben nichts leisten. Also ich weiß, wie das ist, wenn man gar kein Geld hat und wirklich 4-5 Monate für ein 10-Euro-T-Shirt sparen muss. Ich kenne diese Möglichkeiten, aber ich weiß auch, wie das ist, wenn es einem finanziell deutlich
besser geht. Ich meine, du hattest ja auch gefragt, wie gehst du mit Rückschlägen um? Rückschläge ist ja auch, wenn du den Job verlierst und kein Geld mehr hast. Und jetzt habe ich ja so gesehen 2 bzw. 3 Jobs. Kann mir natürlich auch vieles erlauben, wie die Kopfhörer zum Beispiel, was ich ja Anfang des Videos gesagt habe, die ich mir dann einfach so gekauft habe, was viel Geld ist, gar keine Frage. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wie viel Zeit und Energie und Leidenschaft ich in diese Jobs stecke. Und das kommt gut an. Und dementsprechend muss ich mich, glaube ich, auch nicht schämen, wenn ich mir das halt eben einfach kaufen kann. Genau. Auch da hoffe ich natürlich, dass ich die Frage vernünftig beantwortet habe, sage ich mal. So, 5. Frage. Hattest du schon mal das Gefühl, dass sich die komplette Welt gegen dich und deine Wünsche und Träume gestellt hat? Und falls ja, wie bist du damit umgegangen? Oh, Player, die Fragen sind echt heftig. Ja, habe ich durchaus schon gedacht. Ich kann dir jetzt keine spezielle Situation nennen, wo ich sage, oh ja, an dem Tag war die und die Stelle mit der und der Sache. Das kann ich nicht sagen, aber das ist durchaus schon mal passiert. Ich bin mal Mazda 3 gefahren, da war der Turbolader kaputt. Kurz danach war dann, ach, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus. Ich weiß nur, der Turbolader war kaputt. Das habe ich dann gerade so bezahlen können. War noch in der Ausbildung und dann habe ich meinen Eltern auch gesagt, du, ich sag, jetzt ist das kaputt. Ja, dann müssen wir das reparieren. Und dann habe ich auch gesagt, ich sag, du, ich sag, Mama, ich sag, wir haben jetzt so viel Geld in das Auto gesteckt. Ich sag, ist das nicht irgendwie aus so einem Fass ohne Boden? Ja, nee, das muss repariert werden, weil reparieren ist ja günstiger. Ich bin auch ein Freund davon, Sachen zu reparieren, aber wenn du irgendwie, ich glaube, ich hatte 12 verschiedene Sachen, also ich habe bestimmt 3.000-4.000 Euro in 2 Jahren von einem Azubi-Geld bezahlen müssen. Das war natürlich recht mies, denn natürlich Rückschläge oder Personen, die nicht mehr da sind. Einen Freund habe ich verloren, also er lebt noch, alles gut, aber halt so Kontaktabbruch so in dem Sinne. Und das sind alles so Sachen, es kam alles auf mal. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn was kaputt geht. Erst geht die Waschmaschine kaputt, dann der Trockner, dann der Herd, dann das Auto, dann das und dann denkst du, boah, Alter, wie sollst du das denn schaffen, ne? Aber ich glaube, wenn du die richtigen Personen um dich hast, sag ich mal, man findet meistens einen Weg raus. Vielleicht nicht immer, je nach Situation, aber lasst euch nie unterkriegen. Es ist natürlich auch in meiner Teenagerzeit, du kennst es vielleicht selber, da habe ich zu meiner Mama gesagt, weil 1,6 war ja die Zeit, wo auch die ersten Spieler Geld mit Zocken verdient haben. Da gab es ja noch nicht so wirklich Twitch und sowas. Ich meine, es war Anfang 2000er, wo ich dann hier Mouseboards, Alternate Ethics, Mortal Teamwork, Meteor Makers, SK Gaming und wie die alle hießen. Und die haben Geld für Socken gekriegt. Das wollte ich auch. Und das war ja so diese Übergangszeit aus Ausbildung. Alles geht kaputt. Du bist nur am Zocken. Oh, du gehst ja nie raus. Treff doch mal Freunde, so ein Motto. So dieses typische Zocker-Nerd-Kind, was im Keller sitzt und keine Freunde hat und so. Das war halt ungewohnt. Das war halt eine neue Zeit. Und da haben alle schon irgendwie gegen dich gesprochen. Ich musste mich auch schon mal erklären, oh Mensch, Marcel, du hast ja gar keine Zeit mehr für deine Freunde. Doch, aber das haben auch manche Leute einfach gar nicht gefragt. Und das kommt ja nicht immer alles auf mich drauf an. Also doch, diese Zeiten gab es schon. Letzten Endes ist es ja so ein bisschen, als wenn du, ich weiß nicht, wenn du eine Freundin jetzt hast, Player, oder auch ein Typ ist ja, wie du möchtest, dann stellst du deinen Eltern vor und die Eltern sagen, boah, ey, gibt es nicht diese M&M's-Werbung, wo der komplett tätowiert ist, von oben bis unten, nichts gegen Tätowierte, ganz im Gegenteil, ich liebe Tattoos. Und der eine M&M-Schuhrebon da sagt, oh, was hast du denn für geile Schuhe oder sowas, ne? Da denkt man ja im ersten Moment auch so, ui, wer ist er denn so, ne? Motto, ne? Und selbst wenn die Eltern deinen Partner, Partnerin scheiße finden oder vielleicht auch total doof oder keine Ahnung was, du bist mit denjenigen zusammen und das ist das, was zählt. Klar wäre das natürlich schön, wenn die Partnerin, Partner natürlich auch gemocht wird von den Eltern, von Freunden und allen drum und dran. Aber letzten Endes ist es dein Leben, deine Entscheidung und wenn du mit gutem Gewissen, sag ich mal, damit leben kannst, dass du sagst, ey, pass auf, ich liebe diese Person als Beispiel, dann ist es das, was du machen solltest, weil es ist ja dein Leben und deine Entscheidung. Und so sollst ja nicht so leben, nur weil die Gesellschaft sagt so, oh nee, es muss immer Mann, Frau sein, der Mann muss immer älter sein oder keine Ahnung was. Es gibt da ja so viele Möglichkeiten und Beispiele mittlerweile. Genau. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist das Stream tatsächlich. In der Schule habe ich mich selten gemeldet. Ich war mündlich richtig scheiße, richtig schlecht war ich. Schriftlich war okay. Und in der Berufsschule hat sich das dann so langsam geändert, dass die Mädels haben die Sachen ausarbeitet. Der mit der schönsten Handschrift hat dann diese Overhead-Folie da eben vorbereitet. Und ich habe das dann irgendwann vorgeschrieben, weil ich wahrscheinlich auch einfach faul war. Das Stream selber hat mich selbstbewusster gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du lange Zeit vor 2, 3, 4, 5 Leuten streamst. Und das waren die Leute, die ja in meinem Team waren. Ich hatte ja erzählt, ich habe mit Fortnite angefangen. Und ich habe ja eigentlich nur gestreamt, damit die Leute, mit denen ich zusammenspiele, das sehen können, was ich sehe, damit wir wiederum erfolgreicher sind. Da habe ich auch noch nicht so viel erzählt wie jetzt. Oder wie in diesem Video. Und ja, das wurde dann immer mehr. Du siehst dann ja immer mehr Leute, sind da immer mehr Leute. Und auch
auch dieses Video jetzt. Ich gucke jetzt in eine Linse rein und ich weiß, da guckt gerade keiner zu. Aber es kann sein, dass das Video von 100 Leuten gesehen wird, vielleicht nur von 3, vielleicht auch von 3000. Es ist im Stream genau das gleiche. Ich gucke immer in die gleiche Linse rein, aber bei Formel 1 sind teilweise 250 Leute am Start. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Beim F1 Manager sind vielleicht 300 Leute am Start, vielleicht auch nur 30. Ganz, ganz unterschiedlich. Das hat mich schon selbstbewusster gemacht. Oder auch die ersten Community-Treffen. Wenn bei Big Boost Burger hier, der Burgerladen von JP, wenn da sonst eine Schlange von 50 Leuten ist, die wegen dem Burger anstehen, auf einmal stehen 30 Leute vor dem Gebäude, die nur auf mich warten. Das erste Mal war schon echt, da war ich schon nervös, muss ich sagen. Mittlerweile ist es ganz, ja, was heißt normal, aber ich komme damit besser drauf klar. Also manchmal ist es ganz gut, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man peu à peu immer so ein bisschen einen Schritt aufeinander zumacht und das Ganze macht. Wenn du selber, Player, irgendwie ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, ich habe die Frage gestellt, weil ich selber irgendwie was habe, sag gerne Bescheid. Du hast hier selber noch geschrieben, die Fragen sind vielleicht etwas emotionaler und anders, als man sich von jemandem wie mir vorstellt, da ich gerade auch ein wenig zu kämpfen habe. Interessiert es mich, wie du mit solchen Situationen umgehst? Ach, guck mal, passt da sogar. Also abschließend kann ich vielleicht nochmal sagen, ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade vorgeht oder welche Frage speziell du vielleicht irgendwie gerade einen Rückschlag erlitten hast oder egal, ob das jetzt eine Person ist oder beruflicher Natur oder was auch immer. Ich wäre auf jeden Fall für dich da, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht jeden Tag miteinander schreiben oder so. Da musst du dir auf jeden Fall keinen Korb machen. Fakt ist, so blöd sich das auch anhört, das Leben geht weiter. Auch ich ich wurde auch schon mal betrogen, habe die erste Freundin ja quasi erwischt, wo sie dann sagte, hey Marcel, ich fühle mich heute nicht so gut, ich komme heute nicht zu dir. Und ich denke mir so, hä? Ich habe hier Badewanne, ich habe hier, weiß nicht, hier was Damen ganz gerne nehmen, hier die ganzen Badeperlen da und was nicht alles. Ich habe gesagt, hier Mensch, hier so und das, nee, ich will alleine sein und so. Und wenn man das einmal macht, okay, und das kann man immer öfters. Und ich denke mir so, irgendwas stimmt da doch nicht. Und sie hat alleine gewohnt dann und dann bin ich einfach mal zu ihr hin und meinte das gut und habe dann gedacht, Mensch, bringst ein bisschen Schokolade mit, das Lieblingsgetränk und was nicht alles. Ja, auf einmal sehe ich dann das Auto von dem Mechaniker, der die Autos halt immer repariert hat. Und ja gut, dann habe ich auch gesagt, ich sage, du weißt so, aha, deswegen hast du keine Zeit. Das war für mich auch scheiße. Wann war das? 2014. Also ich war mit ihr zusammen von 2009 bis 2014, glaube ich. Ja, so um den Dreh. Dann bin ich zur nächsten Eisdiele gegangen, habe mir ein richtig fettes Eis geholt, bin zum Friedhof gegangen und habe mit meinem Opa gequatscht, der schon ganz, ganz lange tot ist. Habe mich aber nicht entmutigen lassen und habe gesagt, Mensch, Marcel, hat nicht sollen sein und habe weitergemacht. So ist das mit vielen Dingen im Leben, Player. Aufgeben ist nie eine Option. Niemals. Weil was willst du machen? Du bist hier hoffentlich 80, 90, 100 Jahre auf der Welt. Ich finde, die Zeit, die wir hier auf diesem Planeten haben, sollten wir so gut es geht nutzen und unsere Träume erfüllen. Auch du hast die Möglichkeit, deine Träume zu erfüllen, je nachdem, welche Situation du halt eben hast. Kämpf darum, unbedingt. Egal, was ist auf dieser Welt. Thema Wetter. Jetzt haben wir bombastisches Wetter. Gut, zum Zocken müsste man dann eher kurze Hose nehmen. Aber wenn dein Leben momentan sehr regnerisch ist, der nächste Sonnenschein kommt, ob man jetzt dafür warten muss oder ob du selber es eben schaffst, die Wolken zu vertreiben, das liegt natürlich an der Situation selber. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das packst. Und wenn du Hilfe brauchst, ist es keine Schande, sich Hilfe zu holen. Weil ich bin kein Freund von diesen ganzen Trollantworten, dieser sarkastischen Scheiße und so weiter. Ich bin für meine Freunde da. Ich antworte vielleicht nicht immer sofort, aber wenn ich dir in irgendeiner Form was Gutes tun kann, melde dich auf jeden Fall. Weil ich weiß auch, was du schon alles für mich gemacht hast. Und so funktioniert ja auch irgendwo eine Freundschaft. Klar, ich bin vielleicht nicht so ein Freund wie dein bester Buddy aus der Schule oder so. Oder halt ein Real-Life-Kollege, auch wenn wir uns auch aus dem Real-Life kennen. Ja, ich bin auf jeden Fall für dich da. Und es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, wenn du welche brauchst. Ich bin sogar der Meinung, das zeigt Stärke. In dem Sinne, ich hoffe, ich habe alle Fragen vernünftig beantwortet. Wenn du auch so mal quatschen willst, du weißt, wo du mich findest. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Invert.